In diesem Video fahre ich nach Tromsø und besteige unter anderem den Fjällheisen. Ich bin Marcel und reise durch Schweden, Finnland und Norwegen. Und damit herzlich willkommen aus Tromsø. Das ist die große Brücke, über die bin ich rübergefahren und stehe jetzt vorne am Wasser. Das ist ein Stellplatz von der Easy Park App. Zahle 334 Kronen für nichts, für einen Schotterplatz. Ja, es wird immer wieder gesagt, es ist zu teuer. Aber man hat hier alles in der Nähe. Also ich kann hier umherwandern, das Fahrzeug steht hinten mit den anderen Wohnmobilen zusammen. Und es ist hier einfach traumhaft in Tromsø. Die Sonne scheint, die Menschen sind draußen. Ich bin, glaube ich, der Wärmste, der am wärmsten angezogen ist. Wahrscheinlich immer noch die Kälte noch vom Nordkap, die ich mitgebracht habe. Ansonsten, man geht hier in kurzer Hose und T-Shirt, obwohl wir das recht windig haben und natürlich auch recht kühl. Also ist das mein Empfinden zumindest. So. Und jetzt laufe ich hier noch ein bisschen umher, obwohl ich bin schon eine ganze Weile unterwegs. Ich war im Polarmuseum. Ich glaube, das gute Wetter verfolgt mich. Irgendwie muss ich einen guten Draht zu Petrus haben. Thank you.
are now going to have a little training and feeling session with our seals, and I'm going to introduce you to them first in Norwegian and then in English afterwards. Polaria, was das sagt schon der Name. Ich würde mal gucken, ob man das reinkriegt. Da drüben diese weißen Dächer, das sollen übereinander gestapelte Eisschollen darstellen. Und das ist dieses Museum, das Polaria. Tiere, wird ein Film gezeigt, ist sehr klein gehalten. Ja, man ist schnell durch, wenn man den Film sich angesehen hat und die Robbenfütterung, und dann bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Also das muss jeder für sich selber entscheiden.
gefuttert. Wir sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Guten Morgen, ein neuer Tag. Jetzt geht's auf einen Berg. Aber ich werde nicht zum Bergsteiger, sondern da geht eine Gondel nach oben auf den Fjällheisen, 421 Meter hoch. Und von da oben soll man einen fantastischen Blick auf Tromsø haben. Und nicht nur auf Tromsø, natürlich auch auf die Fjorde. Das Wetter spielt mit. Die Sonne liegt hinterm Berg, also eigentlich dürfte nichts schief gehen und die Bilder müssten fantastisch werden. If the wind could spread your love, what if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Aussicht kann man noch gar nicht haben auf Tromsø, oder? Das geht doch gar nicht. Obwohl 400 Kronen hier nach oben in dieser kleinen Mini-Gondel, das finde ich doch ein bisschen happig. Im Bergen war das deutlich günstiger. So, und jetzt oben ist ein Schneefeld, da gibt es jetzt noch eine Schneeballschlacht. Tromsø, einfach super, klasse, toll, aber sehr teuer. Danke, in der Schweiz ist auch teuer. Ciao. So Leute, das war der Ausflug auf den Fjällheisen. Hat sich gelohnt. Okay, 400 Kronen, also 40 Euro. Das ist schon heftig für so eine Gondelfahrt auf so einen kleinen Berg. Aber der hat auch was, dieser kleine Berg, weil die Aussicht, eine bessere Aussicht, kriegt man vermutlich auch gar nicht über den Fjord und über Tromsø. Tja, also bindet man sich das auch ans Bein.
Und jetzt geht's zum Wohnmobil und dann geht's weiter. So, ich habe mich jetzt erstmal umgezogen, war doch eine recht schweißtreibende Sache. Vor allem die kleine Gondel und da packen die jeden rein, der da irgendwo noch mit runter will. Ich weiß nicht, ob das nach Gewicht geht oder nach norwegischen Kronen, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe mich jetzt erstmal umgezogen und jetzt geht's weiter. Und dann will ich mir erstmal außerhalb von Tromsø irgendwo einen schönen Parkplatz suchen. Und dann werde ich erstmal meine Brötchen essen, die ich mir hier in Tromsø gekauft habe. Die waren nicht so teuer. Belegte Brötchen mit Käse und Salat und Truthahn drauf für 2 Euro. Oh, das geht. Oder 3 Riesengebäcke, die werde ich euch gleich zeigen, für 5,90 Euro oder 590 Kronen. Also diesen genauen Kurs, den habe ich momentan nicht drauf. Ich mache das immer noch durch 10 hier. So. Also jetzt geht es erstmal los. Ich werde die Fähren umfahren. Ich möchte keine Fähre fahren. Ich habe jetzt momentan von anderen Wohnmobilisten nur Schlechtes gehört, dass das einfach viel zu lange dauert, dass man nicht mitkommt, dass man eigentlich vorbuchen sollte, sonst klappt das alles nicht. Ansonsten müsste man nachts fahren und das muss man sich nicht ans Bein binden. Ich bin 2-mal Fähre gefahren. Das war wunderschön, das habe ich erst mal erlebt. Und jetzt werde ich die 8 fahren, die E8 fahren und hier, um hier rauszukommen aus von Tromsø, von den Inseln und dann von unten her an die Lofoten heranfahren. So Leute, das war's mit dem Tromsø-Video. Das endet jetzt hier mit meinem Brötchen hier auf dem Parkplatz. Ich bin jetzt ungefähr fast eine Stunde gefahren, um jetzt den Parkplatz zu bekommen oder zu finden. Hat sich aber gelohnt, weil bisher war nur ein großer Parkplatz. Das war eigentlich der zweite richtige Parkplatz, der eigentlich erst angeboten wurde. So, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn das heißt Albatros on Tour. Ja, in Richtung Lofoten. Mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Ansonsten, ihr habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Bis nächste Woche, ciao, euer Marcel. Traumhaft. Norwegen ist einfach nur traumhaft. Achso, ihr wollt noch meine Brötchen sehen. Das, was ich hier gekauft habe. Okay. Ja, sieht lecker aus, ne? Einmal hier Zimt und einmal mit Pudding und Heidelbeeren und das andere eben 2 Euro, 2 Euro und 3 Stück davon 6 Euro. Also auch ein Stück 2 Euro im Grunde genommen. Das geht vor Tromsø. Das ist dann ein Schnäppchen sozusagen. So, und jetzt macht's gut. Ciao.